So, grüß Gott, ich sehe gerade hier die Atomkraft. Nein, da gemeinsam sind wir stark. Auch ganz rein private Leute laufen hier rum, demonstrieren, geben Kunden, dass sie gegen die Atomkraft sind. Ich finde das fantastisch. Und ja, da habe ich eine Frage. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich mit diesem Thema Atomkraft? Nein, danke. Seit Wühl. Seit Wühl. Und wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt 30 Jahre. Ne? 30 Jahre. Ja. Also noch vor Tschernobyl, kann man sagen. Und heute haben wir ja den Jahrestag, das wissen Sie, von Tschernobyl. Und was können Sie mir dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Dass wir damals schon gedacht haben, dass es der Ausstieg viel eher kommt. Ja. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich, weil jetzt übertrieben, weil das ihr eine Zeit seid und dass ihr euren Willen zeigt, ja weiterzumachen. Das finde ich echt gut, weil wir das uns nicht unterkriegen. Das wollte ich noch ein bisschen anmerken schon mal. Ihr seid nur Dreck, alles was ihr macht ist falsch. Ihr verseucht unsere Erde, doch das lässt euch kalt. Was ist los mit euch? Mann, euch geht es nur ums Geld. Euer Dreck, ihr verseucht all die Kinder und die Welt. Es ist schon einmal passiert, Tschernobyl, Super-GAU. Kleine Kinder müssen schiffen für Uranabbau. Euer Dreck, wo verstrahlt es, wo kommt er hin? Was ihr da macht ist falsch und hat auch gar keinen Sinn. Mann, wir brauchen kein Atomkraftwerk. Wo liegt der Vorteil? Wir müssen demonstrieren, sagt wann ist es vorbei? Wir sind gegen euch und stehen euch im Weg. Irgendwann eine Explosion und dann ist es zu spät. Es wird Zeit, dass mal jemand seine Meinung zeigt. Es sind viele gegen euch, aber leider noch die Minderheit. Es kümmert euch ein Dreck, was mit uns passiert. Doch die Menge steigt, bis die Sache eskaliert. Es gibt viele Möglichkeiten, um Strom zu gewinnen. Aber nein, denn bei euch zählt allein der Gewinn, der Gewinn. Jetzt ganz kurz zum Programm. Heute haben wir mal als Sprecher den Aachener ABL-Stadtrat Peter Huber hier, sowie den ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer der IG Metall Offenburg, den Ahmed Karademir. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Okay, gut. Am Saxophon heute wieder Karl-Martin Matt aus München. Viele kennen den ja auch schon. Jetzt möchte ich euch gerne zur Gedenkminute kurz aufrufen. Und zwar möchte ich heute besonders ans Herz lege, dass wir die Kinder, die in Japan ihre Eltern und Familienangehörige verloren haben oder in einer verstrahlten Umwelt aufwachsen müssen, deren Lebensraum und Zuhause durch den Tsunami und die Atomkatastrophe zerstört worden sind, sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bereit sind, ihr Leben bei den Aufräumen und Rettungsarbeiten in Fukushima zu opfern, in die Gedenkminute einzuschließen. Kein Mensch mag sich den Schmerz und das Leid vorstellen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, welches unsere Mitmenschen in Japan ertragen und aushalten müssen. Lasst uns versuchen, unsere Gedankenkraft und unser Mitgefühl auf die Menschen in Japan zu richten, um gemeinsam ganz viel Kraft, Licht, Liebe und gute Gedanken weiterzugeben. Fukushima weitergehen. Kaum ein Japaner ist mehr bereit, Rettungsarbeiten in der verstrahlten Umgebung zu übernehmen. Nun hat eine Senioreninitiative unerwartet Hilfe angeboten. Warum nicht wir, die wir kein langes Leben mehr vor uns haben? Yasuteru Yamada ist 72 Jahre alt. Er hat früher an der Universität Metallurgie studiert und als Ingenieur gearbeitet.
Anfang April hat er die Initiative qualifizierte Veteranen für das Atomkraftwerk Fukushima 1 gestartet, die mittlerweile ein gemeinnütziger Verein ist. Das soll helfen, die Regierung von dem Projekt zu überzeugen. Seine Idee erklärt Yasuteru Yamada so. Meine Bekannten und ich haben nach dem Unfall intensiv darüber diskutiert, wie man helfen könnte, das Unglück einzudämmen. Dafür ist ein funktionierendes Kühlsystem unerlässlich. Aber das können nur Menschen aufbauen. Warum also nicht wir, die wir kein so langes Leben mehr vor uns haben? 2500 Personen haben Yamada und seine Freunde im Großraum Tokio kontaktiert. Davon haben 450 ihre Unterstützung signalisiert und 90 im Alter zwischen 60 und Ende 70 konkret zugesagt, im havarierten Atomkraftwerk zu arbeiten. Natürlich haben wir Angst vor dem, was da auf uns zukommen wird, sagt Yamada. Aber nichts zu tun, nur weil wir Angst haben, geht eben auch nicht. Katsuoku Sasaki, ebenfalls eine Freiwillige, ergänzt: Ich habe schon Angst, auch wenn ich mir das alles nicht richtig vorstellen kann. Aber vor allem empfinde ich Mitleid mit all den jungen Menschen, die unter so schlechten Bedingungen dort arbeiten müssen, ihr Leben aber noch vor sich haben. Vielleicht will ich deshalb unbedingt helfen. Beide haben von den Fällen gehört, dass ungelernte Arbeiter, ohne es vorher zu wissen, im havarierten AKW Fukushima 1 eingesetzt wurden. Dazu direkt äußern wollten sie sich nicht, aber auch das hätte ihre Entscheidung, aktiv zu werden, gefördert. Reaktoren im japanischen Fukushima eine Kernschmelze stattgefunden hat oder stattfindet. Es war stets nur die Frage, wann sie zugegeben wird. Gut zwei Wochen nach der Katastrophe am 11. März wurde mit der gewohnt aufgehübschten Version herausgerückt, dass es eine partielle Kernschmelze gegeben habe, die aber nicht dauerhaft gewesen sein soll. Der verdummende Unfug wurde aber nicht allein von der Betreiberfirma TEPCO verbreitet, sondern auch vom Regierungssprecher. Und nun wird erneut nach dem bisherigen Verfahren vorgegangen, dass nur zugegeben wird, was nicht mehr abzustreiten ist. Beschrieben wird von japanischen Medien wie dem Fernsehsender NHK ein Super-GAU, ohne das Kind allerdings beim Namen zu nennen. Denn berichtet wird von der Tatsache, dass anders als bisher berichtet, der Großteil der Brennstäbe in Reaktor 1 geschmolzen und auf den Boden gefallen sei. Nun bleibt, nachdem die Arbeiter in den Reaktor vorgedrungen sind und den Wasserstand gemessen haben, auch TEPCO und der Regierung nur noch eine Erklärung dafür, warum weiter wenig Kühlwasser im Sicherheitsbehälter ist. So sprach Industrieminister Banji Kaeda vom Fakt, dass sich in den Behälter eingefülltes Wasser ausläuft, weil sich die geschmolzenen Brennstäbe durch den Reaktorboden gefressen haben. Banji sprach von einem Loch oder von mehreren Löchern, aus denen Kühlwasser auslaufen. Auch TEPCO spricht davon, dass es ein großes Loch oder Löcher geben müsse, aus dem oder aus denen Wasser austrete. Anders sei der anhaltend niedrige Wasserstand nicht zu erklären. Schließlich werden täglich 150 Tonnen Kühlwasser hineingepumpt. Also ich übergebe nun das Wort an, wer möchte es denn erst noch weiter erklären, an den Herrn Huber, okay. Liebe Mit- und Mutbürger, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch über die Ausdauer sowohl der Verantwortlichen als auch von Ihnen, die Sie heute wieder an dieser Mahnwache teilnehmen. Ich selber bin hier am Sprecherpult zum zweiten Mal. Ich möchte das nicht auch inflationär. Ich möchte mich auch hier nicht profilieren. Ich möchte aber die Bürgerinnen und Bürger immer unterstützen, die sich in dieser Sache, die mir auch am Herzen und insbesondere am Herzen liegt, möchte ich durch meine Wortmeldung hier unterstützen. Gegenstand meiner kleinen Erörterung ist die, dass ich kurz nach dem Unfall im Radio ein Interview eines deutschen Managers gehört habe. Und dieser deutsche Manager hat sich etwas despierlich über die Deutschen und ihr Verhältnis zur Kernkraft und zur Technik ausgesprochen. Er sprach von Moralaposteln, Angstbürger, Besserwisser und hat auf der anderen Seite die japanische Management und die Politiker dort und auch die Bevölkerung als stoisch beschrieben, die auch bei solchen Katastrophen souverän mit der Sache umgehen. Ich habe aber das Gefühl,
dass diese Angelegenheit eine andere Dimension hat, dass man sowas nicht bis in Anführungszeichen mit einer nur stoischen Reaktion abwettern kann. In der Zeitschrift Die Zeit war vor 2 Wochen ein hochinteressanter Artikel, und zwar der war überschrieben mit des Pudels Kern. Ein japanischer Philosoph hat hier in einem Artikel geschrieben, was eigentlich für einen Hintergrund politisch in Japan abgelaufen ist, dass sowas auch bezüglich dem Verhältnis zur Kernkraft möglich ist. Der Philosoph heißt Kenichi Mishima und er hat aufgezeigt, dass in Japan trotz dieser verheerenden Vorgänge zu Ende des Zweiten Weltkrieges am 6.8.1945, als in Hiroshima die erste Atombombe auf die Bevölkerung abgeworfen worden ist mit 260.000 Toten, 3 Tage später am 9.8.1945 in Nagasaki, dort wurde eine Zahl von 25.000 bis 75.000 Toten gezählt, und man wundert sich, warum trotz dieser kollektiven, dramatischen Vorgänge die Japaner in Anführungszeichen solch ein stoisches Verhältnis zu ihrer Kernkraft haben. Der Philosoph sprach von einer Anti-AKW-Demo kurz nach der Katastrophe in Tokio, da waren 15.000 Normalbürger. Die Medien in Japan haben selber ganz zurückhaltend berichtet darüber. In Deutschland war in den Medien das aber der große Aufmacher, dass die sich auch doch mal gemeldet haben. Groß ist aber am selben Tag von dem Wahlsieg eines amtierenden Gouverneurs berichtet worden in Japan, der sich eindeutig zur Atomkraft bekannt hat und dann immer nur vom Wiederaufbau sprach. Meldung gegen die Atomkraft, die gibt es natürlich in Japan laut diesem Bericht des japanischen Philosophen schon auch früher. Ein Abgeordneter, ein studierter Atomingenieur warnt im Parlament vorher im Unterausschuss für Reaktorsicherheit. 1997 wurde ein Buch publiziert, Erdbebenkatastrophe, Gedankenstrich zur Vermeidung eines atomaren Desasters. Auch der neueste Rücktritt des Sonderberaters des Ministerpräsidenten zeigt, dass da es anscheinend von einer bestimmten kleinen Gruppe von Wissenschaftlern einen resignativen Widerstand gibt. Aber man muss feststellen, es geht hier Profit vor Sicherheit. Die kritischen Wissenschaftler sind in der zweiten Reihe. Sie nennen sich etwas salopp der Anti-Atom-Club. Sie sind aber absolut isoliert. Dagegen, und jetzt zitiere ich direkt aus diesem Artikel, diesem Club steht ein gewaltiges Konglomerat von Atomindustrie, Wissenschaft und Politik gegenüber. Das Konglomerat nennt sich kokett Atomdorf. Der Club der Gegner hat gegen das Dorf keine Chance. Während in Deutschland sowohl Holger Strom als Klaus Traube mit dem Verdienstorden bzw. dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, denkt der japanische Staat nicht daran, die ewigen Protestler unangenehme Sandkörner im Getriebe mit Orden zu ehren. Sie sind für den Staat bedauerliche, entgleiste Existenzen. Es gibt es natürlich auch eine Analyse, warum das so ist. Da ist A, die Entpolitisierung der Jugend, B, die Befriedigung sozialer Konflikte durch ein hohes Konsumszenario, C, das, was wir auch hier erleben, die enorme Belastung von den neuen Arbeitsformen, und D, und das ist jetzt aber der wichtigste Punkt, die Öffentlichkeitsarbeit der TEPCO. Diese Firma gibt pro Jahr Öffentlichkeitsarbeit 1 Milliarde Euro aus. Das ist etwas mehr wie Toyota
etwas weniger, Entschuldigung, wie Toyota und Panasonic, weltweit agierende Firmen, und die TEPCO gibt in einem Jahr 1 Milliarde aus. Und diese 1 Milliarde Ausgabe gibt sie für Universitäten, sie unterstützt dort Lehrstühle, sie unterstützt TV-Werbespots mit Sportlern, Schauspielern, Talkshow-Größen und Zeitungen. Und das Gängige, was hier veröffentlicht wird, heißt dann: Japaner, haltet durch, Japaner, rafft euch auf, gemeinsam sind wir Japaner stark, Leute, seid nett miteinander. So funktioniert, und das ist das Abschließende, was hier dieser Philosoph geschrieben hat, so funktioniert die Entmachtung der Öffentlichkeit. So geht in Japan die von Jürgen Habermas vor inzwischen beinahe 30 Jahre sogenannte Kolonisierung der Lebenswelt durch Administration und Wirtschaft vonstatten. Legal, doch korrupt, gerichtsfest und doch kriminell ist die atomare Interessensgemeinschaft ein struktureller Dauerterror gegen das eigene Volk. Nun gibt es in Japan so eine Sondergeschichte. Es gibt eine Gruppe, die heißt Advertising Council. Das ist so ein Versicherungspool. Und wenn es mal einer Firma schlecht geht in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, dann unterstützen die anderen Firmen diese Gruppe. Dass ja diese Kommunikation bzw. das, was man PR nennt, immer schön auf das Volk herunterrasselt. Und darum, meine Damen und Herren, ist es unendlich wichtig, und das weiß ich auch als Politiker, dass wir immer sehr, sehr wachsam sind und dass wir diese Entwicklung der Öffentlichkeit teilweise auch durch diese Medien, dass wir der entgegentreten und hier auch selbstverantwortlich und eigenständig eine andere und neue Politik betreiben. Und darum ein Schlusswort von meiner Seite. Es gibt ja das Wort, wenn Stürme auftauchen, ja, dann ziehen die einen Mauern hoch und die anderen stellen Windräder auf. Ich hoffe, dass wir in Zukunft einige Windräder mehr haben. Dankeschön. Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir am Wochenende überlegt, was ich heute bei dieser Veranstaltung nicht nur in meiner Funktion, sondern auch als Person beitragen kann, um die Anwesenden, um die Menschen, um die Gesellschaft ein bisschen zu sensibilisieren. Auch in meiner Funktion musste ich feststellen, ist der Plan auch gut gelungen, stets erträgt er Änderungen. Als ich die Schilderung vor wenigen Minuten mitbekommen habe, dass sich sogenannte ältere Menschen zur Verfügung stellen, weil sie nicht mehr so viel Lebenserwartung haben, um den sogenannten jüngeren Menschen eine gesunde Existenz zu sichern, habe ich für mich gedacht, dieser Begriff Harakiri wird einfach ganz neu definiert durch solche Naturkatastrophen, die dann in Atomkatastrophen enden. Harakiri, aus dem geschichtlichen Hintergrund durchaus bekannt, ihren Höhepunkt am Ende des Zweiten Weltkrieges mit den sogenannten Piloten, die sich geopfert haben, um feindliche Ziele zu erreichen. Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, ich habe dann weiter für mich auf der Fahrt hierher folgende Erinnerungen bei mir wachgerüttelt. Erinnerungen aus meiner Zeit, wo ich noch ein paar Jahre jünger war, aus meiner Zeit, wo ich vielleicht das Thema Auswirkungen von Atomkatastrophen anders eingeschätzt und eingestuft habe. Damals, Anfang der 80er Jahre, als zum einen zum Beispiel die Stationierung von der sogenannten Überseeraketen, die Pershing auch bei meinem damaligen Heimatort, damals in Heilbronn, vorgezogen worden sind, haben uns diese Themen nur am Rande bewegt.
am Rande bewegt, weil für uns als junge Menschen damals andere Themen wichtig waren. Aber ein Film aus dieser Zeit hat mich sehr mitgerissen. Ein amerikanischer Film über ein mögliches Horrorszenario, The Day After, zu Deutsch Der Tag danach. Mir ist eine Schlüsselszene im Gedächtnis geblieben, als nämlich die Aussage getätigt worden ist, die Lebenden werden die Toten beneiden. Das waren für mich ganz, ganz schlimme Eindrücke, auch als junger Mensch. Ich konnte es bloß für mich nicht greifbar machen. Wenige Jahre nach diesem Erlebnis haben wir jetzt vor wenigen Tagen, wie gesagt, das negative Jubiläum 25 Jahre Atomsupergau Tschernobyl gehabt. 25 Jahre Tschernobyl, wenige Jahre davor in den Staaten mit Harrisburg. Und ich möchte nicht, dass irgendwann in wenigen Monaten oder in wenigen Jahren wir vielleicht einen Supergau in eines der bundesdeutschen AKWs haben. Aber auch Atomunfälle kennen keine Landesgrenzen. Wenn ich mir die Nachbarlandschaft angucke, wo ja zu der Atompolitik noch eine ganz, ganz andere Positionierung existiert, Stichwort schneller Brüder, muss ich sagen, wird mir Angst und Bange, weil Strahlen werden an der Landesgrenze nicht abgehalten, weil sie kein Einreisevisum haben. Strahlen gehen einfach hindurch. Ich denke, im Augenblick an den sogenannten Symptomen herumzudoktern, aber nicht beherzt an das Thema ranzugehen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist nicht das richtige Mittel. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass bei den Veranstaltungen wie heute hier in Aachen bundesweit noch viel mehr Mahnwachen abgehalten werden würden. Leider ist auch eine sogenannte negative Geschichte wie eine Naturkatastrophe und deren Auswirkungen in der Nachrichtenlandschaft inflationär. Ich möchte euch, was ich heute Morgen in meinem Postfach gefunden habe, einfach kurz mal darstellen. Es wurde eines der prominentesten politischen Vertreter angefragt. Dr. Wolfgang Schäuble wurde angefragt, ob er denn für eine Podiumsdiskussion zu der Thematik Atomkraft und die zukünftige Regelung der Bundesregierung zur Verfügung steht. Dr. Schäuble hat diese Anfrage abgelehnt, ist untergetaucht und in einer Art und Weise, wie ich es einem sogenannten A-Klasse-Politiker mit Regierungsverantwortung einfach nicht preisen kann. Wir, Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sollten an diesem Thema nicht locker lassen. Und da bin ich ganz stolz, dass auch die Gewerkschaft, für die ich tätig sein darf, nämlich die IG Metall, bundesweit mobilisiert für den 28. Mai, wenn wir an verschiedensten Standorten in der Bundesrepublik gegen Atomkraft auf die Straße gehen wollen. Die Durchführungsorte, wo vielleicht hier in der Ortenau oder im Badischen für uns ganz, ganz naheliegend sind, wäre Freiburg. Und ich würde mich freuen, viele von euch, die auch bei den Mahnwachen dabei waren, an diesem Tag begrüßen zu können. Zum Ende meines relativ kurzen Beitrages, nicht weil jetzt gleich die Gemeinderatssitzung beginnt, sondern weil ich denke, dass man es auch bei den harten Fakten belassen sein sollte, möchte ich, wie gesagt, eine abschließende Anmerkung machen. Es reicht nicht, in dieser dramatischen Situation die Straßenseite zu wechseln und weiterhin in die falsche Richtung zu marschieren. Wir müssen spätestens jetzt als Gebot der Stunde alles dafür beitragen, dass die AKWs abgeschaltet werden, denn ich glaube nicht, dass wir noch da eine zweite Chance bekommen werden. Vielen Dank. Ich habe jetzt ganz kurz noch was. Am Samstag, am 21. da findet in Oberburg auch so eine kleine Demo-Aktion statt. Ich kann mal schauen. Ja, Anti-Atom-Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug durch die Fußgängerzugestraße, Freiburger Straße und im unteren Angel zum Büro des Offenburger Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble im Waldersweiler Weg. Der Beginn 10 Uhr am Offenburger Rathaus. Wer Interesse an
Fahrgemeinschaft oder so irgendwas hat. Wir können uns nachher mal einfach hier gerne noch unterhalten. Sonst können wir uns auch einfach um 10 dort vor Ort treffen. Ich habe mal noch kurz korrespondiert mit dem Herrn Stein, glaube ich heißt er, der das da organisiert für Offenburg. Es wäre toll, wenn man noch solche Konservendosen als Atommüll zusammenbasteln könnte. Es gibt wohl auch bei Compact oder bei Ausgestrahlt solche Vorlagen, die man ausdrucken kann. Dann kann man die Dose bekleben. Wer möchte, kann jemand auch eine Adresse geben von jemandem, der noch Plakate hat zum selber gestalten. Also ja, wer sich da mit einbringen will, alle Hilfe ist willkommen. Ja. Großer Dank, dass ihr gekommen seid. Danke an dich für die Musik. An unsere Gastredner auch ein großer Dank. Und ich soll euch jetzt noch sagen vom Herrn Huber, er hat hier unten noch solche kleine Postkarte, die darf man gerne mitnehmen, auch sonst die Flyer dürft er gerne haben. Und ja, ich werde mich freuen, wenn ihr mitgehen würdet halt am Samstag. Danke. Dass die NBW zusammen mit dem Kultusministerium Schülerwettbewerbe veranstaltet? Das ist für mich ehrlich gesagt, wenn ich es mir überlege, klingt das für mich total nach Greenwashing, nach dem Motto, wir bezahlen mal nett ein bisschen Bildung, damit wir die Schüler, damit wir uns gut stellen mit den Schülern und hintenrum hinterlassen sie eure Generation auf Milliarden Jahre strahlende Atommüll. Finde ich total beschissen. Wie finden Sie Atomstrom? Also als diese Erzeugung durch Atomenergie, als es aufkam, war ich sofort misstrauisch und habe mich damals sehr intensiv damit beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass also die Risiken, die damit verbunden sind, in überhaupt keinem Verhältnis stehen zum Nutzen. Wie finden Sie Atomstrom? Ich finde es unverantwortlich, weil wir einen Müll produzieren damit, wo wir gar nicht wissen, wohin damit. Es gibt keine Lösung für die Endlagerung der atomstrahlenden Abfälle. Und das kann man eigentlich überhaupt nicht verantworten. Sie hat sehr gut moderiert, wie immer. Ich möchte gerade noch darauf hinweisen, wir haben jetzt dann mit einem Treffen im Ratskeller drüben einfach wieder Pläne mal für die nächsten Wochen oder zumindest mal für die nächste Woche und diese Aktion, wo jetzt hier in der Region anstehen. Und es wäre schön, wenn er vielleicht mitkommen würde, einfach, dass man sich da trifft und darüber diskutiert und auch, was man noch alles machen könnte. Jetzt zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben zwischenzeitlich hier Aufdrucker kleben lassen, einfach wegen unserem Bündnis hier in Aachen. Für 80 Cent können wir sowas erwerben. Ich denke einfach, Flagge zu zeigen in der Öffentlichkeit ist einfach gut. Und zuletzt möchte ich mich bei den Sprechern, auch bei euch Gäste hier alle bedanken. Schön, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, dass wir uns alle wieder hier am nächsten Montag sehen. Danke für euer Kommen.